And you know, the purpose of this is really to get you started. Und wisst ihr, der Zweck davon ist, es wirklich euch sozusagen starten lassen zu können bezüglich wesentlichen Hauptthemen des Wortes. Also wirklich Hauptlehreinheiten, Lehrinhalte des Wortes. Ein Fundament zu geben, auf das ihr aufbauen könnt. Und es ist nicht, dass die Bibel so many themes. Und es ist nicht so, dass die Bibel so unendlich viele verschiedene Themen hätte. Du kannst dir dieses dicke Buch anschauen und dich fragen, wie kann ich denn all das in mich reinbekommen? Die Sache ist die vorhandenen Themen sind hier enthalten und zwar immer und immer und immer wieder wiederholt. Und wir könnten höchstwahrscheinlich die nächsten 3-4 Wochen allein über dieses Thema jetzt lehren. But we're trying, you know, my wife and I both, it's in our heart to lay just a simple, deep foundation. Aber in meinem Herz und in dem Herz meiner Frau Raffaella ist es, dass wir ein ganz tiefes Fundament eben als Grundlage hier legen. To help everyone to get started and to go forward. Um jedem zu helfen, zu starten und damit dann vorwärts gehen zu können. And I believe that has happened again on this thing. Und ich glaube, dass das auch wieder bei diesem Thema geschehen ist. That you can go forward with. Dass ihr damit vorwärts gehen könnt. Of course, Pastor and his wife, they're both wonderful teachers of the word. Natürlich, Pastor mit seiner Ehefrau sind beide wunderbare Lehrer des Wortes. And there are some of you that come from other churches, and I'm sure it's the same with you. Und da gibt's einige unter euch, die aus anderen Gemeinden kommen, und ich glaube aber, dass es bei euch genau so ist. That's our heart, to see strong Bible teaching and preaching churches. Das ist unser Herz, dass wir starke Gemeinden sehen, die das Wort lernen und predigen. And believers well established in the word. Und dass Glaubende wohlgegründet sind im Wort. And we're still growing, we're still learning, we don't know everything. Und wir wachsen immer noch, wir lernen immer noch dazu, wir wissen nicht alles. But our hearts are there to find the truth. Aber unsere Herzen sind dazu da, die Wahrheit herauszufinden. Amen. Amen. So, let's continue where we left off. Lass uns also fortfahren, wo wir aufgehört hatten. Hebrews 7. Und zwar Hebräerbrief Kapitel 7. And again, Father, thank you so much for your word you've given us tonight. Und nochmals, Vater, danke so sehr für dein Wort, das du uns heute Abend gegeben hast. And we pray on this last session, Lord, just help us to wrap it up in a good round way. Und Herr, wir beten auch für diese letzte Einheit jetzt, dass du uns hilfst, das in einer guten, runden Art und Weise zum Abschluss zu bringen. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. Amen. Amen. All right, Hebrews 7. Okay, Hebräerbrief, Kapitel 7. And we want to continue exactly where we left off. Wir wollen dort anknüpfen, wo wir aufgehört hatten. It says in verse 6. Das heißt im Vers 6. Now, there's a point here in verse 5. Und dann gibt's aber noch einen Punkt vorher in Vers 5. Where it talks about how they came out of the loins of Abraham. Wo es heißt, dass sie aus den Lenden Abrahams hervorgingen. He was the beginning of seed that would come out of him. Was meint, dass er der Start war, der Anfang, der Same, der aus ihm hervorkam. Er hatte Same in sich. Er war also als ein Beispiel als Same da. He's our example of faith. Er ist unser Vorbild und Beispiel des Glaubens. Jesus came out of his bloodline. Und Jesus kam aus seiner Blutlinie hervor. And so what he did was to be continued. This is my point. Und mein Punkt ist hier, was er angefangen hat und getan hat, sollte fortgeführt werden. Example for those that would follow, that would be also his seed. Er hat das, was er getan hat, als Beispiel und Vorbild für die gemacht, die ihm folgen würden, und er hat das als Same in sich gehabt und getan. Und erinnert euch, wir gehören dem Christus an und sind Abrahams Same.
So he was so thankful for what God had done in his life, for the blessing that was on his life. Er war also so dankbar für das, was Gott in seinem Leben getan hat und für den Segen Gottes in seinem Leben. That he wanted to bless back what had blessed him. Dass er zurücksegnen wollte, mit was er gesegnet wurde. And do you know what the word of God is called? Und wisst ihr, was Gottes Wort genannt wird? Precious seed. Kostbarer Same. To learn to have revelation of the word, that's the most precious thing you can receive in your life as a believer. Das Wort lernen und wirklich Offenbarung davon empfangen ist das Kostbarste, was du in deinem christlichen Leben empfangen kannst. It gets you saved. Es rettet dich. Healed. Es heilt dich. Filled with the Holy Spirit. Es füllt dich mit dem Heiligen Geist. It'll show you how to put your hand to something and be successful. Es wird dir zeigen, wie du was anpacken kannst, um erfolgreich zu sein. It'll protect you. Es wird dich beschützen. Shows you how the devil's under your feet. You have authority over him. Es zeigt dir, wie der Teufel unter deinen Füßen ist und du Autorität über ihn hast. It'll bring peace to your soul. Es wird in deine Seele Frieden bringen. It'll give you a good marriage. Es wird dir eine gute Ehe geben. It'll show you how to raise your children. Es wird dir zeigen, wie du deine Kinder großziehst. I mean, over and over. You understand what I'm saying? It's loaded with treasure. Ich meine, über und immer wieder ist es vollgeladen mit wahrlichen Schätzen. I'm so thankful for the word of God. Ich bin so dankbar für das Wort Gottes. And for those that I've learned the word of God from. Und für diejenigen, von denen ich Gottes Wort gelernt habe. So then look here. Schaut euch hier an dann. Let's look at verse 5. For verily they that are of the sons of Levi who receive the office of the priest and have a commandment to take the tithes. Hier also, zwar haben auch diejenigen von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfangen, den Auftrag vom Volk den Zehnten zu nehmen, of the people according to the law. Nach dem Gesetz, that is the Old Testament, nach dem Gesetz, Mosaic law. Also von ihren Brüdern, und das but ist ja wohl Altes Testament, started. Das mosaische Gesetz, aber da hat es nicht angefangen. It started with Abraham out of a joyful heart to give. Es fing an mit Abraham aus einem freudigen Herzen zu geben. And that's where the blessing is. Und da ist der Segen. We give out of love in the New Testament. Wir geben im Neuen Testament aus Liebe. Of their brethren, though they come out of the loins of Abraham. Obgleich diese aus Abrahams Lenden hervorgegangen sind. Der aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen herleitet, Melchizedek, he's referring to, but Melchizedek is a type of Jesus. Melchizedek, auf den er Bezug genommen hat, der ist ein Type auf Jesus hin. Er hat den Zehnten empfangen. Melchizedek didn't come along and say, give me. Melchizedek ist nicht dahergekommen und hat gesagt, gib's mir. Gib mir den Zehnten, du schuldest mir und zahle mich. Do you see the difference here? Seht ihr hier den Unterschied? It says received tithes. He just said, here's the covenant. This is what did it. Im Englischen heißt hier, er hat's empfangen, das ist der Bund. And that's what we do as teachers and preachers. We just tell the people, this is what the word says. Und das ist es, was wir Prediger und Lehrer des Wortes tun. Wir sagen den Leuten, das hier ist der Bund. To teach you the word. Und wir sind da, um euch ans Wort zu erinnern und es zu lernen. To remind you of the word of God, to teach you the word of God. Wir sind da wirklich, um euch ans Wort zu erinnern und euch zu lernen. You of the word of God. Als Lehrer des Wortes erinnern wir euch und lernen wir euch das Wort Gottes. Und das ist der Punkt. Das ist der Bund. And blessed him that had the promises. Und den gesegnet, der die Verheißungen hatte. Nun ist es aber unwidersprechlich so, dass der Geringere, Halleluja. Er ist unser Herr. He's our Savior. Er ist unser Retter. Amen. Amen. We're blessed because of him. Wir sind gesegnet wegen ihm.
And so when Abraham was there, he was saying, I'm blessed because of you. Als Abraham also da war, ich bin gesegnet wegen dir. Melchizedek was simply the go-between. Melchizedek war lediglich der, der dazwischen kam. And by presenting bread and wine, pointing him back to the one that had provided the blessing. Und indem er Brot und Wein präsentierte, hat er hingedeutet auf den, der den Segen gebracht hat. And that's why we as apostles and prophets and evangelists, we're not there to take the glory. Und deshalb ist es so, dass wir als Apostel, Propheten und Evangelisten nicht da sind, um die Herrlichkeit an uns zu nehmen, zu empfangen. We, when people come, sure, they say thanks and all that, and we appreciate that. We need to honor one another. Bei uns ist es so, natürlich, wenn Leute kommen und Dankbarkeit äußern, dann ist das gut, weil wir sollten einander auch ehren. Aber zur selben Zeit wollen wir die Leute daran erinnern, dass es nicht wegen uns ist, sondern allein wegen ihm. Und so bringen wir auch unseren Zehnten in das Vorratshaus, was unsere Ortsgemeinde ist, weil wir dankbar sind. We're thankful for what God has shown us and given us through the center, which is the local church. Wir sind dankbar für das, was Gott uns gegeben und gezeigt hat durch das Zentrum, und das ist die Ortsgemeinde, wo wir sind. That's where our tithe goes. Da geht unser Zehnte hin. And offerings are what we give over and above that. Und Opfergaben sind das, was darüber hinausreicht. That could be to a traveling ministry. Und das kann gegeben werden in einen Reisedienst vielleicht. We have partners. Wir haben Partner, and I'm so thankful. Und ich bin so dankbar. But I always tell our partners, you give your tithe into your local church. Aber ich sage den Partnern immer, gebt euren Zehnten ausschließlich in eure Heimatgemeinde. I had a guy one time, he walked up to me and his daughter had got healed of incurable cancer. Einmal ist ein Mann auf mich zugegangen und seine Tochter ist mal von unheilbarem Krebs geheilt worden. We went and prayed for her in a clinic in Heidelberg. Wir waren hingegangen in die Klinik in Heidelberg, um dort für sie zu beten. A children's clinic. Eine Kinderklinik war das. A very rare cancer. Und der Fall war ein ganz seltener Krebs. But it was a serious situation. Und es war eine ganz ernste Situation. And we prayed for that child. Und so beteten wir dort für dieses Kind. And then the people came. Und dann kamen die Leute. And they had an envelope. Und sie hatten einen Umschlag dabei. And they said, we want to give you this. This is our tithe. Und sie sagten, wir wollen dir das geben. Das ist unser Zehnter. And it was over 2,000 euros. Und das waren über 2,000 Euro gewesen. And I told them. Und ich habe es ihnen gesagt. No. Nein. Because I asked them. I said, do you go to a church? Denn ich habe sie gefragt, geht ihr denn in eine Gemeinde? And they said yes. Und sie sagten ja. And I said, I will not take your tithe. Und dann sagte ich, okay, dann werde ich den Zehnten von euch deshalb nicht nehmen. You use this tithe to support your local church. Denn ihr nehmt eure zehnte Gabe, um eure Ortsgemeinde zu unterstützen. Now, if you want to bless us with an offering, that's okay. Nun, wenn ihr uns mit einer Opfergabe segnen möchtet, dann ist das okay und das empfange ich auch. And we appreciate that, but we don't require that. Und wir wertschätzen das und das ist gut so, aber wir fordern das nicht. You understand? Versteht ihr das? So I didn't receive it. Und so habe ich die Gabe als Zehnten nicht empfangen. Hallelujah. Hallelujah. It's and we're going to look at that here in a second. Und das schauen wir in einer Sekunde an. Verse 8. Dann Vers 8. And here, notice. Und hier. So he's talking about in the earth. Hier ist also die Rede von der Erde. And we're in New Testament time here. We're in church age time. Und wir sind hier auch in neutestamentlicher Zeit. Wir sind in Gemeindezeitalter. And here, men that die receive tithes. Und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten. And if Jesus doesn't come during our time. Pastor's gonna go that way, I'm gonna go, others, we're gonna die. Und wenn Jesus nicht rechtzeitig kommt, wird es mit uns genauso sein. Pastor wird sterben, ich werde sterben, wir werden sterben,
Vielleicht Pastor nicht. It says, and here men that die receive tithes, so you bring your tithe into your storehouse. Ja, also und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten. Das heißt also, dass du deine Zehntengabe ins Vorratshaus gibst. Because you're thankful for the food that you received from that storehouse and what God has done in your life. Weil du dankbar bist für das Essen, was du aus diesem Vorratshaus erhalten hast und was Gott für dein Leben getan hat. But look what it says. Aber schau dir hier an, was es heißt. It says. Es heißt. But there. Dort aber. He receiveth them. So even though you bring your tithe into the storehouse and give it into your local church, it says he there receives what you give here. Empfängt er sie und es heißt hier, die Leute, die hier also ins Vorrathaus geben, geben den hin, der dort empfängt. It's because he lives. Von dem bezeugt wird, dass er lebt, also weil er lebt, empfängt er es. Did the work of redemption. He provided this covenant. Er hat den Tod überwunden. Er hat den Bund bereitet. Er ist aus den Toten auferstanden. And as I may so say, Levi also, who receiveth tithes, now look at this, paid tithes. Und im Englischen heißt sie an dieser Stelle dann, und sozusagen ist auch von Abraham für Levi, der Empfänger des Zehnten, der Zehnte errichtet worden. He wasn't even born. How did he do that? Wie konnte er denn den Zehnten geben? Er war noch nicht mal geboren. Tithing began with Abraham before the Mosaic law. Das Zehntengeben fing also an, bevor das mosaische Gesetz anfing, nämlich bei Abraham schon. Abraham did it as an example, both for the Abrahamic covenant, and then it was introduced into the law. Und Abraham hat es als Beispiel und Vorbild gemacht, und zwar für das Abrahamitische und genauso dann für das, was über diesen Bund hinausging, weiter ins Gesetz unter Levi. For he was yet in the loins of his father when Melchizedek met him. Denn wie heißt es hier? Denn er war noch in der Lende seines Vaters, als Melchisedek ihm begegnete. And what did we see yesterday in Galatians 3:29? Und was haben wir gestern im Galaterbrief gesehen, Kapitel 3, Vers 29? As many as are Christ, die, die dem Christus angehören, sind Abrahams Same. And heirs. Erben. Halleluja. Halleluja. We're blessed. Wir sind gesegnet wegen diesem Segen. And because of that blessing, we have to give tithes. Und wegen diesem Segen ist es an uns, Zehnten zu geben. And the awesome thing is, und das Gewaltige dabei ist, it's not just giving, es ist nicht nur einfach geben, but as we saw, it's also seed and harvest. Sondern so wie wir es schon gesehen haben, es ist auch Saat und Ernte. So, let's go to Malachi. Lasst uns damit in Malachi reingehen. And I want you to see the principle here, and I want you to understand the difference between old and new. Und ich möchte hier das Prinzip erkennen lassen und den Unterschied zwischen Altem und Neuem verstehen lassen. God loves a cheerful giver. Gott liebt einen freudigen Geber. Cheerful givers are people that have the revelation. Freudige Geber sind die, die auch Offenbarung haben. When you really understand the things that we've taught you this week, giving won't even be an issue anymore. Wenn du die Dinge wirklich verstehst, die wir diese Woche gelehrt haben, wird geben für dich kein Problem mehr sein. Because what is changing your life, you also want other people's lives to be changed. Denn weil das, was dein Leben verändert hat, du auch möchtest, dass es das Leben anderer verändert. And you want to see to it that there's plenty of food in that house
for you to continue to learn and others. Und du möchtest ja auch, dass für dich viel Vorrat im Vorratshaus ist, dass du weiter lernen kannst und vorwärts gehen kannst. Und andere auch, so wie du. Und die Ortsgemeinde ist das kostbarste und wichtigste in der ganzen Stadt. So, go to Malachi 3. Geht also mal in den Malachi Kapitel 3 rein. And verse 6. Und Vers 6. For I am the Lord, I change not. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Well, that's a great promise. Nun, das ist eine großartige Verheißung. Even from the days of your father, you're gone away from mine ordinances and have not kept them. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen, habt sie nicht befolgt. Well, this goes back to the principle in Haggai. Das geht zurück auf die Situation im Haggai, dasselbe dahinterliegende Prinzip. And he says, the prophet says, return unto me and I will return unto you, saith the Lord of hosts. Und der Prophet sagt hier, wherein shall we return? Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr, der Herrscher. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Er sagte ihnen, geht zurück auf das Prinzip von Saatzeit und Ernte. Will a man rob God? Darf ein Mensch Gott berauben? Well, how can we rob God? Nun, wie kannst du denn Gott berauben? How can we do that? Wie können wir das tun? Yet you've robbed me, but you say, wherein have we robbed thee? In tithes, but notice it says tithes and offerings. Wie ihr mich beraubt, aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? Und bemerkt ihr, in den Zehnten und den Abgaben. You're cursed with a curse, you've robbed even this whole nation. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Remember, we don't, this world is cursed and our money system is not dependent on this world, it's dependent on the kingdom of God. Erinnert euch, die ganze Welt ist verflucht und unsere Abhängigkeit basiert nicht auf den Weltsystemen, sondern auf dem Versorgungssystem Gottes. If a farmer, und wisst ihr, wenn ein Landwirt, if he has seed, wenn er Samen hat, and he doesn't take the seed and plant the seed. Und den Samen nicht hernimmt, um ihn auch einzupflanzen. He's still blessed. Dann ist er immer noch gesegnet. Because he has the ability to plant it, he just didn't do it. Weil er die Fähigkeit dazu hat zu pflanzen, er hat es schlichtweg einfach nicht getan. We're still blessed. Wir sind auch immer noch gesegnet. But you gotta walk in the blessing. Aber du musst auch im Segen wandeln. We're still new creations in Christ, but not everybody walks in the Spirit. Wir sind immer noch neue Schöpfungen in Christus und doch wandelt nicht jeder im Geist. You understand? Nothing gonna change the blessing. Versteht You're ihr? Blessed. Niemand kann den Segen verändern. Ihr seid gesegnet. You know, it's like the, well, I'm blessed. Es ist so, wie wenn jemand sagt, ich bin gesegnet. But the Bible says, aber die Bibel sagt, if you don't work, wenn du nicht arbeitest, you don't eat. Isst du auch nicht. Well, what does that mean? Was bedeutet das? You gotta put your hand to something. Du musst Hand anlegen an etwas. For the blessing to flow. Um den Segen zum Fließen zu bringen, musst du was anpacken. You can't just do nothing. Du kannst nicht einfach rumsitzen und einfach nichts tun. Do you understand? Verstehst du das? Something here has to be applied for the process to work. Hier muss was angewendet werden, dass dieser Prozess zum Wirken kommt. Oh, hallelujah. Halleluja. And if you've done your work and you're on retirement. Und wenn du dein Arbeitsleben hinter dir hast und in die Rente eingetreten bist, there is no retirement in the kingdom of God. Dann gibt's da eigentlich keine Rente im Königreich Gottes. There's still something for you to do and there's some way for you to prosper. Da gibt's immer noch für dich was zu tun und immer noch Arten und Weisen und Wege, dass du zu Wohlstand kommst. I'm not saying you have to go get a job or whatever, but you understand, you utilize your time for the kingdom of God. Damit sage ich nicht, hol dir gefälligst einen Job und gehe an die Arbeit, sondern damit meine ich, nütze deine Zeit und fülle. Halleluja. Deine Tage. I'm not retiring. I'll tell you that right now. Just, you know, preachers need to refire. Mit Gottes Werken. Und ich sag's euch, ich will auch nicht in Rente gehen. Das werde ich auch nie tun. Und Prediger sollten einfach nur ihr Feuer neu anfachen. You know, sometimes I see
And I'm not criticizing. I don't know how a minister could retire. Und manchmal, wenn ich das sehe, kann ich das nicht nachvollziehen, wenn ein Diener Gottes tatsächlich in Rente geht. Denn wie ist das möglich, dass du aufhören kannst, das Evangelium zu predigen und lernen? One of my papas in the faith, his papas is in his 90s. He's still teaching, preaching conferences and flying on airplanes. Der Papa einer meiner geistigen Papas ist mittlerweile in seinen 90er Jahren und ist immer noch dabei, im Predigt- und Lehrdienst auch im Flugzeug unterwegs zu sein. Any no, he's in Mexico. Terry Mize is who I'm talking about. Well, Kenneth Copeland, he's up in his 80s. Ah, it's amazing. Der Papa meines Papas, yeah, Terry Mize, er ist Hallelujah. In Mexiko und klar, Kenneth Copeland Hallelujah. Ist genauso. Der ist ja auch Amen. In seinen 80er Jahren und ist immer noch aktiv. Okay. Könnt ihr sehen, verstehen? Versteht ihr das? We're about bringing people to the Lord and getting people discipled. Uns geht's drum, Menschen zum Herrn Jesus zu bringen und sie auch zu seinen Jüngern zu machen. There's always something to do in the kingdom of God. Always. Es gibt immer im Königreich Gottes was zu tun. Immer. And there's always something to do in the church. Always. Und es gibt immer auch deshalb was in der Gemeinde zu tun. Ich sage euch das ganz klar. Immer gibt's was zu tun. They're not lazy. We expect everybody to be involved. Und wir sind nicht faul und erwarten deshalb auch, dass bei uns alle beteiligt sind. Jeder. And I don't stick people on the platform if they're not willing to help clean the church. Und ich lasse auch keine Leute auf die Bühne, wenn sie nicht bereit sind, in der Gemeinde mitzuhelfen, sauber zu machen und aufzuräumen und so weiter. Where everybody's involved. Jeder ist beteiligt. Yes, we have babies that come in. We take a little bit of time, but as people grow, everybody needs to be involved. Ja, wir It's haben auch Babys, die hereinkommen und jeder ist am Wachsen, aber wir erwarten auch, dass Amen. Leute sich beteiligen. Amen. Now, wenn sie gewachsen why? Sind. Bring ye all the tithes. Notice, it says bring the tithes into the storehouse. Und warum und worin? Bemerkt hier, bringt den Zehnten in das Vorratshaus. The storehouse was the treasury in the temple. Das Vorratshaus war diese Schatzkammer, dieser Bereich im Tempel. And the temple represents the local church in the New Testament. Und der Tempel steht repräsentativ für die neutestamentliche Ortsgemeinde. That is the center. Das ist das Zentrum. That's the center, you understand? Das ist das Zentrum, versteht ihr? God puts local churches in the earth for all ministry in one way or another to come out of. Even Paul had a home church. Gott gibt auf der Erde überall Ortsgemeinden, so dass jeder eine Heimatbasis hat, aus der auch alle Dienstgaben hervorkommen können, genauso wie Paulus eben auch eine Gemeinde hatte, ein Zuhause. He wasn't there a lot. Er war nicht sehr viel dort. But he still had a home base. Aber er hatte doch eine Heimatbasis. Halleluja. Halleluja. I don't have time for ministers that have no home church. I have no time for people like that. Ich habe keine Zeit für Diener Gottes, die keine Heimatgemeinde haben. Ich habe keine Zeit für sowas, denn das ist nur Rebellion. Es ist bloße, pure Rebellion und dafür habe ich keine Zeit. Everybody needs a home base. Jeder braucht eine Heimatbasis. You know, you got some of these living room preachers that don't want to come under any authority. Da gibt's diese Wohnzimmerprediger, die kein Interesse haben, sich unter irgendwelche Autorität zu begeben. I'm not saying it's wrong to be in your living room and preach, but you need to have a home base. Damit sage ich nicht, dass es falsch wäre, vom Wohnzimmer aus auch zu predigen, aber der Punkt ist, dass wenn man das tut, auch in diesem Fall eine Heimatbasis braucht, so dass man unter Autorität steht und auch mit Autorität zusammenarbeitet. My Bible's loaded with local churches. Meine Bibel ist angefüllt mit Ortsgemeinden, sie ist voll davon. Revelations, the seven churches of Asia Minor. Allein, out of those churches were many other churches were pioneers. Allein in dem Buch der Offenbarung, die sieben Ortsgemeinden waren Gemeinden, aus denen andere Gemeinden im Pionierdienst hervorgebracht wurden. Today we got a lot of church hoppers. Und heutzutage haben wir leider sehr viel Gemeindespringer sozusagen.
But we need a home base. Aber wir brauchen eine Heimatbasis. And there's something about the corporate anointing. Und da ist auch was dran an der gemeinschaftlichen, gemeinsamen Salbung. An der gemeinsamen Salbung. Because each one of us have individual anointings. Weil jeder einzelne von uns auch individuell eigene Salbungen hat. But when we can bring that together, my goodness. Aber wenn wir das zusammenbringen können, meine Güte. When we can bring our finances together. Und wenn wir unsere Finanzen zusammenbringen können. And yes, I understand. We covered it in the beginning of this class about integrity and people that have misused the funds. I fully understand. Und ich habe natürlich vollstes Verständnis, wie wir es ja auch am Anfang der Lehrserie auch schon abgedeckt haben, dass es im Bereich der Finanzen auch Missbrauch gegeben hat. Das ist mir klar. But that does not give an excuse not to find a good church. And ministers that you can trust. Das ist aber keine Entschuldigung dafür, dass du dich abbringen lässt davon, eben dich nach einer Gemeinde und einem Dienst umzusehen, dem du vertraust. Und wo du dich beteiligst. Und nur weil Diener Gottes fallen, heißt es nicht, dass auch die Leute um ihn rumfallen müssen. Geh also hin und finde eine andere passende Gemeinde. And let God deal with that situation. That's und gib's Gott hin, dass er sich mit der Situation auseinandersetzt. Just because one person falls doesn't mean you fall. Seht ihr, nur weil eine Person fällt, heißt es noch lange nicht für dich, dass du auch fallen musst. And that's why we continue to stay no matter what under his lordship. Und deshalb bleiben wir, egal was auch ist, unter seiner Herrschaft. And then we find those ministers that are willing to stay under his lordship and not go out and create a bunch of rebellion. Und dann finden wir die Diener Gottes, die auch bereit sind, unter seiner Herrschaft zu bleiben und ziehen nicht los und verursachen durch Rebellion viele Spaltungen und Probleme. I've had to cut myself off from ministers because they don't want to come under authority and don't want to hook up with a local church. And I say, no, not for me. Ich selbst habe mich auch von Dienern Gottes trennen müssen, die nicht bereit waren, sich unter Autorität zu begeben und auch Ortsgemeinde für sich als Heimatbasis in Betracht zu ziehen. So sehe ich es vom Wort her. Versteht ihr das? Dass das Vorratshaus voller Speise ist, bedeutet, dass du das sehen möchtest, dass die Diener Gottes versorgt sind und volle Freiheit haben, zu studieren und zu beten und zu geben, was sie sollen. Und dass die ganze Familie versorgt ist. Und dass auch die Gemeinde versorgt ist. Und yes, you know, when you're small and got a small group of people that are not at that point able to finance everything. Und ja, wenn eine Gemeinde und ein Dienst noch klein ist und zu wenig Leute da sind, die es stemmen könnten, die Finanzen für den Leiter bereitzustellen, dann ist es so wie beim Paulus, dass man bereit sein muss, um zu arbeiten, um den Dienst fortsetzen zu können. Er ist nicht zu den Leuten hingegangen und hat gebettelt, wenn ihr nicht gebt, dann sind wir hier fertig. Er hat das nie gemacht. But as a church grows, wenn aber eine Gemeinde wächst, it's a lot more responsibility. Und das ist auch sehr viel mehr Verantwortung. And then people, number one, the pastor needs to be taken well care of. Und dann ist es die Verantwortung auch der Leute, dass sie Nummer eins auch den Pastor and versorgen. Und die Diener Gottes, die dienen in der Gemeinde. You take care of God's people, he will definitely see to it you're taken care of. Wenn du dich um Gottes Angelegenheiten kümmerst und um seine Leute, dann kümmert er sich um deine. Wenn du dich um seine Gemeinde kümmerst, dann kümmert er sich auch um dein Haus. Und das ist das Problem, was man im Buch Haggai im ersten Kapitel sehen kann. Wir werden uns das anschauen, aber ich möchte, dass wir hier fortfahren mit dem, was es hier heißt. That there may be meat in my house. Dass Speise in meinem Haus ist. And look at this. Und schau dich das an. And prove me. Und prüft mich doch. Herewith saith the Lord of hosts, that's the angels. Dadurch spricht der Herr der Herrscher, und das sind die Engel hier.
If I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to contain. There's the rain on your harvest. Hallelujah. There's the rain on your seed. Hallelujah. Ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten würde. Hier ist also der Segen, der Regen und der Segen, der Regen und der Segen. He shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine caster fruit before the time the field, saith the Lord of hosts. And all nations shall call you blessed, and you shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Isn't that an awesome promise? Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Herrscher. And I tell you what, you can tell the devil, I'm a tither, I am a giver. You know what you're saying, I'm in the covenant. Und aufgrund dieser gewaltigen Verheißung kannst auch du dem Teufel sagen, ich bin versorgt, weil ich ein Zehntengeber bin. Ich habe deshalb Versorgung, weil ich den Zehnten gebe. And that's exactly what Abraham was doing. Abram was doing when he gave to Melchizedek. He said, "This is why I got the victory. I'm in the covenant." Und das ist exakt das, was auch Abraham tat im gegen Melchizedek über. I'm in the covenant. Er hat ausgedrückt, ich bin im Bund und deshalb gebe ich. Remember when David called Goliath an uncircumcised Philistine, he was saying, "You don't have the covenant. I'm in the covenant." Erinnert euch, wie David den Philister Goliath anredete. Er hat ihn bezeichnet als unbeschnittenen Philister. Und er hat über sich selbst erkannt und ausgedrückt, ich bin im Bund als ein Beschnittener. Now go over a couple pages to the book of Haggai. Und blättert noch mal ein bisschen weiter zurück in das Buch Haggai. And look what the prophet says. Und schaut euch an, was der Prophet sagt. 14 years they were in the land and hadn't built the house of the Lord. 14 Jahre waren sie im Land gewesen und haben nicht das Haus des Herrn gebaut. And Haggai said, they had all of these riches. Cyrus actually had financed this. Und Haggai sprach dann, während Kyros ja all die Reichtümer hatte und auch die ganze Finanzierung bereitgestellt hat. Das Problem war aber, als sie ins Land kamen, haben sie sich selbst an erste Stelle gestellt. Remember him first, keep him first, him first. Erinnert euch deshalb stets daran, er immer an erster Stelle, er immer und absolut an erster Stelle. Don't forget, it's because of him. Wenn der Wohlstand dann kommt, dann vergiss es nicht, der Wohlstand ist wegen ihm. Thus speaketh the Lord of hosts, saying, this people say, the time is not come. The time that the Lord's house shall be built. What? How long you gonna wait? So spricht der Herr der Herrscher, und dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Also wie lange wollt ihr noch warten? I'll probably go about 5 minutes over. I know we're on the last class, but thank you very much. Und weil wir in der letzten Klasse und der Einheit sind, werde ich 5 Minuten ungefähr überziehen. Wie lange wollt ihr also warten? 14 Jahre und mehr? Nach ihrer Gefangenschaft haben sie das Haus so lange immer noch nicht gebaut. Then came the word of the Lord, and you know, to say, well, you know, this church been in position for 20 years. Da ging das Wort des Herrn durch den Propheten, und naja, da gibt's eine Gemeinde, die seit 20 Jahren in dieser Position sind, und Leute geben nicht den Zehnten, geizig und geben auch keine Opfergaben. That's a problem church. Das ist eine Problemgemeinde. And eventually the life will just be drained right out of it, because God's going to look for people going to take what he wants to do forward. Und das Leben wird schließlich und endlich aus ihr verdrängt werden, weil Gott auf der Suche ist nach Leuten, die vorwärts gehen wollen. Also der Herr selbst sucht nach Leuten, die sein Werk anpacken, um es vorwärts zu bringen. First of all, he's looking for ministers that he can trust. Zunächst einmal sucht er nach Dienern, denen er wirklich vertrauen kann, aber es geht hier nicht nur um die Dienstgaben. Er sucht auch nach Leuten, denen er vertrauen kann. Ganzen Gemeinden zu vertrauen, dass sie das tun, womit er ihnen gesegnet hat. Womit er sie gesegnet hat und dass sie tun, was er ihnen anvertraut hat. Es muss ein Zusammenarbeiten sein. Stingy churches, they don't do much. Geizige Gemeinden tun nicht viel.
But churches that say, hey, we're going to do the work of God here. Aber Gemeinden, die entschlossen sagen, wir tun hier Gottes Werk. I mean, it's sad, but there's a lot of churches that shut down because of this corona thing. Ich meine, es ist traurig zu sagen, dass wegen dieser Corona Sache viele Gemeinden geschlossen haben. But number one, they should have never compromised and shut their door. Aber Nummer eins, sie hätten niemals den Kompromiss eingehen dürfen und die Türen schließen. They should have stayed with the word where the word says forsake not the assembling together. Sie hätten am Wort bleiben müssen, was ganz klar sagt, dass die Glaubenden ihre Versammlungen nicht versäumen sollen. I told our church, they keep putting this on us. I think we canceled one week. I said, if they continue, we're going underground. We're going to do the word. Ich habe der Gemeinde gesagt, als sie versucht haben, dieses Zeug uns auch überzustülpen, und wir haben eine Woche geschlossen gehabt, und ich habe gesagt, wenn sie weiter damit festhalten, werden wir in den Untergrund gehen und weitermachen. Und ich war mir natürlich voll bewusst, dass das Virus echt war. Das Ganze war aber im Allgemeinen trotzdem im Gesamten ein großer Betrug. And an attack against the church. Und im Grunde eine Attacke gegen die Gemeinde. I knew it. Ich wusste es. And I'm not condemning anybody, but I'll tell you what, I didn't take their shot either. Aber ich verdamme niemanden und sage lediglich, ich habe selbst ihre Impfungen nicht angenommen. And I'm not against vaccines. Und ich habe nichts im Allgemeinen gegen Impfungen an und für sich. And we didn't divide ourselves in our church. I just told them me personally. Und wir haben uns in unserer Gemeinde auch nicht deshalb aufgespalten, sondern ich habe einfach nur persönlich für mich das so gehandhabt. And I have some vaccines. Und ich habe selbst auch ein paar Impfungen. Yes. Ich habe schon früher mal Impfungen genommen, ja. Yeah. Yellow. That's the only one. Das Gelbfieberimpfung, die Gelbfieberimpfung zum Beispiel, das ist eine derer, die ich habe. Yeah, yellow fever. That's the only one I'm taking. Ja, das Gelbfieber, die Impfung dagegen, das ist die einzige, die ich persönlich für mich angenommen habe. I haven't. Das habe ich halt so gemacht. And I've been in and out many times. Und ich bin schon viele Male rein und raus gegangen. Und das ist halt bei mir so. Und wenn Leute mit mir gehen, dann sage ich niemandem, was er zu tun hat. Versteht ihr das? Aber in diesem konkreten Fall hatte ich keinen Frieden darüber, diese Impfung für mich anzunehmen. Und wir mussten mit vier Leuten beten, die ganz ernste Gesundheitsbeeinträchtigungen erlitten haben, und wir hatten sie im Voraus aber versucht zu warnen. Aber Gott sei Dank für die Heilung, und mir ist klar, sie haben es eigentlich unschuldig getan, aber wir müssen uns stets daran erinnern, wir müssen dem Herrn folgen. Did we get it out right? Haben wir es richtig rüberbringen können? Ah, so. Ach so. They're always. Oh. I tell you. Okay. Es wird eine Bearbeitung all right, let's get back on this. Geben. Lass uns zurück auf den Weg kommen. So, but then what he says. Aber dann, was er sagt. He says. Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, "It is time for you, O ye that dwell in your siled house. This house lies in waste." Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? The people are living good, but the church is not doing good. That's not okay. Das Volk lebt gut, der Gemeinde geht's aber nicht gut, und das ist nicht okay. Now therefore, thus saith the Lord of God, consider your ways. Und nun, so spricht der Herr der Herrscher, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. And now they had come to the point. What's the problem? What's going on? We had this money, but it's gone. What's going on? Und jetzt sind sie an dem Punkt angekommen zu erkennen, da ist ein Problem. Da war all das Geld und jetzt ist es weg. Was ist das Problem? But you bring in little. Ihr sät viel und bringt wenig ein. You eat, but you've not enough. You drink, but you're not filled with drink. You clothe. What were they doing? They were eating their seed. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Was ist das? Sie
essen die eigene Saat, den eigenen Samen auf. He that earneth wages to put in the bag with holes. You earn. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. But it's like you got holes in your bags. Du verdienst irgendwas und dann ist es wie Löcher in deinen Taschen, in deinen Geldbeutel. Thus saith the Lord, consider your ways, go up to the mountain, bring wood, build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Hallelujah! So spricht der Herr der Herrscher, achte doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Take care of your church. Kümmert euch um eure Gemeinden. Take care of the ministers. Make sure it's doing good. Kümmert euch um die Dienstgaben und stellt sicher, dass es ihnen gut geht. And you put that first. Stellt das an erste you Stelle. Put those things first. You keep this principle of seed time and harvest. Stelle diese Dinge an erste Stelle und ihr haltet das Prinzip von Saat und Ernte immer am Laufen. So go to Philippians 4 and we're going to finish right here. Geht mit mir in Philipper 4 und damit kommen wir zum Schluss. Because I want to pick up one part of what Reverend Raffaele gave us. Und ich möchte einen Teil noch rauspicken von dem, was Reverend Raffaele uns gegeben hat. She brought an awesome reference out with Paul. Sie hat mit Paulus eine gewaltige Querverweisschriftstelle gebracht. And how they had blessed. Now look at verse 15. Und wie now you sie Philippians haben. Know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated unto me. So now he's talking about them supporting his traveling ministry. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Und hier ist der Reisedienst gemeint. But notice, bemerkt as concerning ihr, giving and receiving, but you only. Niemand als ihr allein wart beim Geben und and Nehmen he said dabei. That wasn't the first time. Und er sagte, das war nicht nur einmal oder nicht das erste Mal. For even in Thessalonica you sent once and again unto my necessity. Denn auch nach Thessalonik habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Not because I desire a gift. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange. He didn't come to try to manipulate something out of them. Er ist nicht hingegangen, um durch Manipulation etwas aus ihnen rauszupressen. But I desire fruit that may abound to your account. Sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. But I have an abound. Ich habe alles. And I am full. Und habe Überfluss. Ich bin voll. Ich bin völlig versorgt. This verse 15. Hier im Vers 15. It can also be translated depositing and withdrawing. Da kann der Ausdruck geben und nehmen auch übersetzt werden sozusagen mit Einzahlen und Abheben. That's kingdom. Oder Hinterlegen und Abschöpfen. Das ist eben das Because Königreich. As they gave to Paul, denn so wie sie dem Paulus gaben, they were depositing, haben sie was eingelegt, was eingezahlt. And the harvest comes, und die Ernte kommt. Withdrawing. Und dann haben sie abgehoben. Amen. Und das war das Abheben. Amen. Und so wie wir das unterstützen, all die Leben, die dadurch verändert werden, dann wird die Frucht auch auf unser Konto ausschlagen. Ist das nicht gewaltig? Und für uns? Wir haben Partner. Leute, die unseren Dienst unterstützen. And the more partners we have, und je mehr Partner wir haben, the more we can get out. Desto mehr können wir auch rausgehen and help other people to get the word. Und anderen Leuten helfen, das Wort zu empfangen. And that's what Paul had. Und das ist es, was Paulus hatte. Amen. Amen. So have we learned? Also haben wir gelernt? Have we learned? Oh, thank you, Jesus. Danke, Jesus. Wir haben gelernt. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. So I'll tell you something. Also ich sag euch was. There's going to be a lot of, I believe, for great increase. Ich glaube, dass wirklich großer Zuwachs kommen wird for your churches.
für eure Gemeinden große Zunahme. Your church, für deine Gemeinde and whatever church you go to. Und welche Gemeinde auch immer, wo du hingehst. People understand these principles. Dass Leute diese Prinzipien verstehen. Amen. Amen. I believe for that. Das glaube ich und dafür glaube ich. I believe for that. Dafür glaube ich. Father, I thank you. Vater, ich danke dir. I thank you so much. Ich danke dir so sehr. For the revelation that you've given. Für die Offenbarung, die du schenkst. And I speak. Und ich spreche. That everything. Dass alles. Each person here. Und jede Person hier. Each person online. Jede Person online verbunden. Lord, it's going to take a lot of finances. Herr, es braucht viele Finanzen. And I believe everybody here has the right heart. Und ich glaube, dass jeder hier das richtige Herz hat. They're so thankful for your word. Sie sind so dankbar für dein Wort. And how it has changed their life. Und wie es ihr Leben verändert hat. And what you've done in their lives. Und was du in ihrem Leben getan hast. And I rejoice, and we rejoice with them. Und ich juble und wir jubeln mit ihnen. And now, Lord, und nun, Herr, I speak multitudes of increase in their churches. Spreche ich wirklich massenhaft Zunahme in ihren Gemeinden. And multitude of increase into their personal lives. Und auch massenhaft Zunahme in ihrem persönlichen Leben. The blessing flowing. Und dass der Segen strömt. They have those tithes. Und sie haben den Zehnten. And have those offerings. Und sie haben die Opfergaben. And be able to do a great work in their city, their nation and abroad. Und sind fähig, ein großes, gewaltiges Werk zu tun in ihrer Stadt, in ihrer Nation und weit darüber hinaus. Das ist es, was ich bete. Halleluja. And Father, even as the people have given this week. Und Vater, so wie die Leute auch diese Woche gegeben haben. And I'm going to do that. Und das werde ich tun. And I didn't teach this whole class to take up an offering. You guys know that. Und ihr wisst, dass ich die ganze Klasse nicht gelehrt habe, um ein Opfer einzusammeln. None of this, our motives were not wrong. But I want to pray over this. Aber ich möchte, dass die Leute es verstehen, wobei unsere Motive nicht falsch sind hier dabei. Ich möchte darüber beten. And maybe some of you want to partner with us. Und vielleicht gibt es auch unter euch jemand, der eine Dienstpartnerschaft mit uns eingehen möchte. But not your tithes. Und das wäre dann durch die Opfergaben, aber eben nicht durch die Zehntengabe. That's for your church. Denn der Zehnte ist für eure Gemeinde. Das steht an erster Stelle. Aber vielleicht willst du mit uns Partnerschaft eingehen und uns helfen. Weil wir auch andere Orte haben, an die wir gehen sollen. Und ihr könnt auch Saat säen. Das wertschätzen wir. Wir empfangen das aus diesem Grund. Und so, Vater, in Jesus' Namen, I pray over all the giving this week. Because it's seed. Given of their offerings. And I pray it multiply and increase. In the name of Jesus. Jesus. And all the things that come through our ministry. Here and abroad. Fruit is also abounding to their account. In Jesus' name.